Simples Ding vor dem Fußballtraining oder Spiel macht dich als Spieler einfach nur noch langsamer. Wahr oder falsch? Mehr dazu heute in FMK. Ob beim Warm-up, während des eigentlichen Trainings oder danach beim Cooldown. Die Meinung zu den Dehnübungen in sämtlichen Trainingsphasen gehen bis heute weit auseinander. Die Ergebnisse um Sinn oder auch wirklich Unsinn solcher Dehnübungen scheinen wirklich unübersichtlich zu sein. Wir wollen ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen und euch hiermit vorstellen, wie der aktuelle Markt um Pro und Contra des Stretchings im Fußball steht. Als Verletzungsprophylaxe oder zur Linderung von Beschwerden, was bringt es denn nun, das Dehnen? Auch wenn die Wissenschaft noch keine goldene Wahrheit gefunden hat, habe ich trotzdem einige Studien für euch zusammengesammelt, die deutlich machen, was das Dehnen im Fußball ausmacht. So haben Wissenschaftler einer Universität in Sydney beispielsweise 10 Studien zur Wirksamkeit des Dehnens miteinander verglichen. Keine einzige dieser einzelnen Untersuchungen konnte dabei eine verletzungsprophylaktische Wirkung des Dehnens nachweisen. Ob jung, alt, fit oder einfach unfit, egal bei welchem Fußballer, je länger die Dehnübungen ausgeführt werden, desto deutlicher zeigen sich die Negativ Effekte. Jetzt spricht natürlich die Studie aus Schweden explizit von statischen Dehnübungen. Und was ist das genau? Kurzum, dabei handelt es sich einfach gesagt um das konventionelle Dehnen, wie es die meisten von uns in der Regel auch kennen. Der Muskel wird dabei ziemlich in die Länge gezogen, meistens so 15 bis 30 Sekunden und dieser Position über den gesagten Zeitraum gehalten. Die Gefahr des klassischen Dehns, also des statischen Dehns, besteht allerdings darin, dass die Muskulatur gestrafft statt gelockert wird und die Grundspannung im einzelnen Muskel sich letzten Endes dann gar erhöht. Das geschieht dadurch, dass der Körper die gedehnten Muskeln zusammenzieht, weil er versucht, den festgestellten Dehnreiz zu kompensieren und eine Überdehnung zu vermeiden. Wenn es diese eine Stretching-Variante gibt, muss es natürlich auch eine andere geben. Und die nennt sich dynamisches Stretching. Der Unterschied zum statischen Stretching bzw. Dehnen besteht darin, dass man bei dieser Form des Stretchings den Muskel nicht dauerhaft streckt, sondern ihn kontinuierlich in die Länge zieht und wieder lockert. Man wippt hin und her oder federt beim dynamischen Dehnen sozusagen leicht in die Endposition. Die dynamische Stretch-Methode hat den Vorteil, dass sie Stoffwechselprodukte schneller abbaut und sie der Regeneration beschleunigt. Zudem ist die Dauer von 5, maximal 10 Sekunden pro Dehnübung und einer Gesamtdauer, bitte achte darauf, der Dehnungsphase von 2 bis 3 Minuten nicht zu überschreiten. 2 bis 3 Minuten insgesamt und das war's. Wir wollen die Muskulatur ja lediglich vorbereiten auf den Wettkampf bzw. das Training. Auch ein psychologischer Effekt kann für ein paar einfache Dehnübungen sprechen. Sei es, weil man es als Spieler einfach gewohnt ist oder es einem einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt. Gerade in Drucksituationen, vor einem wichtigen, enorm wichtigen Spiel, können die Spieler sich daran festhalten. Dementsprechend solltet ihr Trainer oder auch Athletiktrainer mit den Spielern zusammen ein Warm-up-Aufwärmprogramm ausarbeiten und dieses vor jedem Training bzw. Spiel durchführen. Mit diesem jetzigen Wissen können wir unsere Eingangsfrage hoffentlich jetzt beantworten? Dehnen macht dich langsamer, ja oder nein? Ich hoffe, ihr habt zugehört und es geht, man kann diese Fragen wiederum nicht beantworten mit ja oder nein. Es geht nämlich hier um das statische Dehnen und da habt ihr hoffentlich aufgepasst, ja. Es macht dich langsamer, wenn es um das statische Dehnen geht. Und die Lösung wäre das dynamische Dehnen. Die dynamische Dehnung. Und wieso ein Aufwärmprogramm bezüglich des dynamischen Dehnens aussehen kann, zeige ich euch am Sonntag. Also schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt: FMK is back. Bis dahin, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Lasst mir ein Like dort. Wir sehen uns. Ciao.